Hallo Leute und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euer eigenes Minecraft Custom Cape erstellen könnt. Und das geht ganz einfach mit Labby Mod. Und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, das erste, was ihr machen müsst, ist natürlich auf die labbymod.net Seite zu gehen. Da downloadet ihr euch natürlich euer Labby Mod. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel hier Fix Installer für Windows, Mac und Linux ist das geeignet. Und dann klickt ihr einfach hier auf dieses Labby Mod V2.7.6. Ich empfehle euch immer die neueste Version zu downloaden, da die gefixt ist einfach und dass auch keine Bugs bestehen. Da klickt ihr dann hier auf Behalten. Dann könnt ihr die mit Java öffnen. Dann seht ihr hier, aha, da öffnet sich ein Fenster, ein kleineres. Labby Mod V2.7.6 für Minecraft 1.8.8. Ganz wichtig, ihr öffnet euer Minecraft noch zuerst. Und dann schaut ihr bei eurem Profile, ob ihr natürlich hier 1.8.8 schon geladen habt. Das ladet ihr einfach eben. Ich habe schon gemacht, deswegen brauche ich das nicht machen. Dann schließt ihr wieder euer Minecraft. Und dann klicken wir hier auf Next, auf diesen Labby Mod Installer. Und dann könnt ihr hier auswählen, was ihr denn für Sachen noch gerne haben möchtet. Also Toggle Sneak, Damage Indicator, dann eine Minimap oder eine Direction HUD. Ich brauche nur Optifine deswegen. Und auch ganz wichtig fürs Cape, ihr müsst Optifine haben. Oder ne, müsst ihr nicht unbedingt, aber Optifine ist halt, ja weiß nicht, installiert man halt. Und dann klickt ihr auf Next. Dann steht hier, aha, Install ist, aha. Das könnt ihr hier noch. Ihr könnt hier sehen, welche Labby Mods, also beziehungsweise welche Mods hinzugefügt werden. Labby Mod und Optifine 1.8.8. Dann klickt ihr auf Install Mod. Ihr müsst nichts bei Optifine downloaden, nichts. Das wird ganz alles perfekt gemacht in dem Installer. Dann steht ihr hier, aha. Labby Mod ist successfully installed. Dann klickt ihr OK. Dann ist es installiert. Dann öffnen wir unser Minecraft und dann seht ihr hier bei Edit Profile schon. Hier ist ein Labby Mod. Und das öffnen wir, indem wir Play klicken. Ich habe den Account von meinem Bruder gerade genommen, weil er noch kein Cape hat und ich für ihn eins kaufe. Und das machen wir gleich, indem wir in-game gehen. Also gehen jetzt erstmal hier, Einzelspieler, gehen wir einfach in die Welt rein, wo ich meine Resource Packs vorstelle. Und ihr seht hier, mein Bruder hat ein normales Optifine Cape schon. Und wie wir jetzt ein Cape erstellen, ist ganz simpel. Ich klicke auf Optionen. Ich mache hier ein bisschen Großbild. Optionen. Dann gehen wir hier auf Skin-Anpassung. Dann seht ihr hier Head, blablabla on. Das ist uns eigentlich irrelevant. Dann seht ihr hier Cape-Settings. Dann seht ihr hier Labby-Mod. So, ganz wichtig. Die Funktion, die bei den Leuten, die noch nicht donated haben für Labby-Mod, ist nicht verfügbar. Deswegen steht hier oben links Donate. Da klickt ihr dann drauf und dann öffnet sich hier labbymod.net/donate.php. Ganz wichtig. Da müsst ihr euer Minecraft Ingame Namen reinfügen. Da gebe ich natürlich den Ingame Namen von meinem Bruder ein, nur Team. So, da sind wir auch zurück. Die E-Mail von ihm ist nurteam@gmail.com. Das ist wichtig, damit ihr hier die Bestellung für euer E-Mail bekommt, die Rechnung. Und hier ist natürlich der Username, den könnt ihr später auch immer noch ändern. Also ihr könnt die Capes hin und her switchen. Dann klickt ihr hier auf Accept the Term and Conditions. Dann klickt ihr auf Next. So, jetzt dürftet ihr auf eine Seite kommen, wo ihr das im Prinzip donated, beziehungsweise Labby Mod spendet. Und hier könnt ihr hier auswählen. Hier seht ihr die UUID von dem Account. Dann könnt ihr hier euer Cape nehmen. Ob ihr jetzt ein Minecon Cape wählt oder weiß ich, aber ich will mal ein Custom Cape donaten. Dann klickt ihr hier das Custom Cape aus. Hier eure Bezahlmethode, ganz wichtig. Und ich nehme jetzt Passive Card. Dann klicken wir auf Donate. Dann seht ihr hier schon, aha, 7,50 Euro kostet das, beziehungsweise donatet ihr. Ich logge mich da eben kurz ein mit meinem Account, Login. Und ihr seht, ich habe noch ein bisschen Geld drauf, dann klicken wir auf Bezahlen. So. Dann steht hier ganz schön ein Häkchen, dann können wir auf das Häkchen klicken. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Und dürftet jetzt hier sehen, wir schließen ganz einfach nochmal unser Minecraft. Dann öffnen wir das wieder und klicken wieder auf Play. Jetzt müssen wir kurz eben warten, bis es geöffnet ist. So, perfekt, Mojang, bla bla. Einzelspieler,
New World. Solange der noch einloggt, können wir hier gucken auf der Levimod-Seite noch. Also levimod.net gehen wir nochmal drauf. Dann könnt ihr hier sehen, wie das funktioniert. Das ist ganz simpel. Da ihr bei den Features, ne, ich glaube bei, ja, bei Donate müsst ihr da klicken. Dann seht ihr hier ein Template. Also bei levimod.net/donate seht ihr hier so ein Zeichen, da ist das Template. Das downloadet ihr euch, ganz wichtig. Und dann öffnet ihr Photoshop, GIMP oder weiß ich was ihr, oder Paint, weiß ich was ihr für Sachen habt. Ich habe die Studentenversion von Photoshop, deswegen benutze ich auch Photoshop, weil es da viel einfacher ist. Dann zieht ihr das in Photoshop rein. Und ganz wichtig, was möchtet ihr denn haben? Das ist ganz, ganz wichtig auf eurem Cape. Ich kann euch das hier nochmal demonstrieren. In Minecraft, das mache ich kurz Großbild. So, ihr seht hier, Levimod Cape, ganz weiß. Da ihr donated habt, ist es ganz weißes Cape. Können wir Escape, Option, Skin Anpassung. Dann können wir hier Cape Settings sehen, aha. Das ist Levimod Cape, ganz weiß. Wenn ich auf das Move klicke, könnte hier das Cape zu einem anderen Username moven. Aber das wollen wir nicht machen, da mein Bruder das Cape haben möchte. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was ich denn jetzt bei ihm mache. So. Den Ordner brauchen wir nicht mehr. Ich mache für meinen Bruder ein Cape, das wie folgt so aussieht. Ich habe hier so einen gezeichneten Skin von ihm. Das mache ich so in der Größe. Passt es ein bisschen so an. So, jetzt müsst ihr euch im Klaren sein, was ihr denn haben möchtet als Cape. Ganz wichtig, dieses Ding da, das müsst ihr später noch ändern. Das lassen wir aber jetzt noch, diese Ebene hier. Die tue ich einfach kopieren mit STRG J. Gut. Mein Bruder hat ja so einen grünen Touch für sein Cape, beziehungsweise bei seinem Skin. Seht ihr auch hier. Und den möchte ich beibehalten. Das ist ganz einfach, indem wir, beispielsweise ich benutze jetzt einfach Lightshot. Habe ich noch Lightshot? Ja, hier. Dann drücken wir einfach Druck. Wählen das hier aus, machen hier eine Kopie und machen STRG V hier rein. So sieht das aus. Also von den, wir wollen ja nur dieses Grüne haben. STRG T, bisschen hier verschieben. Dann habt ihr hier diese Ebene, die kopierte Ebene. Aber wir wollen noch kurz unseren Skin anpassen. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier dieses Rechteck-Werkzeug auswählen, Auswahlrechteck. Dann den Avatar, beziehungsweise diesen Render oder weiß ich was ihr verwendet. Dann Radiergummi anwenden, OK klicken, dann entfernen. Weil wir wollen das ja auch anpassen. Dann noch das hier, das auch noch entfernen. Und jetzt könnt ihr diese Ebene hier, Fülloption, Farbüberlagerung, dann nehmen wir einfach die, das Grün hier, nehmen wir das hier. Und dann könnt ihr die eine Ebene hochziehen, dann die ganze Ebene radieren, zack, haben wir gemacht. Und dann wählt ihr hier euren Pinsel aus, das mache ich jetzt einfach, dann könnt ihr den, ich weiß nicht, bei 20, nee, ich glaube bei 40 dürfte reichen. So ein paar Punkte machen. Bisschen größer mal. Ah, 50 fast. Wieso ich das gerade blau habe, das ist einfach die Voreinstellung, nicht wundern. Jetzt können wir hier noch so ein paar größere machen. Und dann Fülloptionen. Verlaufsüberlagerung. Und dann den Verlauf hier wählen. So, dann mach ich mal das Dunkel. Dann sollte es ein bisschen heller werden. Hier ein bisschen heller nochmal. Und hier wieder nochmal ein Stückchen heller. Und dann können wir hier mal auch mal wieder ein helles reinmachen. Das ist da kein Problem. Aber wichtig, dass es halt nichts Weißes, weiß ich, was ihr dann haben möchtet. So. Dann, dann hier könnt ihr den Winkel einstellen. Den mache ich jetzt auf 140, 139. Die Ebene tut ihr dann rastern. Also rechtsklick drauf machen, Ebene ist die rastern. Dann auf Filter. Vergröberungsfilter, Mosaikeffekt. Dann seht ihr hier, das wird dann so, wie so von Microskin, so pixelig. Das finde ich halt cool, die Funktion. Wir lassen das jetzt so. Wir können natürlich auch STRG T machen und das alles nochmal vergrößern, was weiß ich, was ihr machen möchtet. So sieht's cool aus. Natürlich das hier oben wieder schließen, weil wir das nicht möchten. Und jetzt können wir hier gucken, aha. Wie speichern wir das jetzt Ganze ab? Das ist ganz wichtig. Wie man es abspeichert, ist auch ganz, ganz einfach. Einfach auf Datei, für Web speichern, dann
PNG 24 auswählen. Speichern, Punkt, Punkt, Punkt. Auf Desktop speichern. Und dann einfach Nils Cape. Dann auf Speichern. So. Dann gehen wir wieder in Minecraft rein. Dann seht ihr, könnt ihr hier das Ganze hochladen bei Skin-Anpassung, Cape-Settings, Upload. Dann das Cape auswählen, dann auf Öffnen klicken. Und schon ist das Cape drinne. Und ihr seht schon, das Cape sieht so cool aus. Wenn euch das Video gefallen hat zu dem Cape, ja, lasst eine positive Bewertung da. Schaut bei den anderen Videos vorbei. Euer Baumflau. Grüße noch an dich, Nils. Danke, dass ich den Account donaten durfte. Und Grüße an LabbyMod. Echt cool, was ihr gestaltet habt. Und deshalb haut rein. Euer Baumflau. Bis dann. Ciao.